Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung unserer App. Unsere App ist DeinShare. Genau, die App beginnt genau hier. Hier können wir uns ganz normal anmelden oder registrieren. Wenn wir uns registrieren wollen, müssen wir hier kurz natürlich hier Sachen ausfüllen, wie das Land, Postleitzahl, E-Mail, die E-Mail kurz bestätigen und dann landet man auch schon im hauptsächlichen Menü. Hier gibt es dann verschiedene Gerichte, die in unserer Nähe sind, zum Beispiel Borsch von Vlad76. Hier sehen wir auch kleine Informationen dazu. Er hat es vor 2 Minuten hochgeladen, es ist nur 5,2 Kilometer entfernt und Vlad hat eine generelle Bewertung von 4 Sternen, also ist ziemlich zuverlässig. Hier gibt es dann auch noch Spaghetti von Gerion, nur 3,4 Kilometer entfernt und Gulasch von Patrick. Also hier gibt es dann diese ganzen verschiedenen Optionen und sagen wir einfach mal, wir entscheiden uns für Borsch. Da klicken wir hier drauf, da haben wir ein bisschen mehr Informationen. Hier haben wir ein kleines Bild vom Vlad, hier haben wir nochmal das Gericht. Hier haben wir eine kleine Beschreibung, die uns sagt, dass es wohl eine russische Spezialität ist. Und Vlad hat am besten Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Wenn wir jetzt hier auf Send Request drücken, dann senden wir sozusagen Vlad eine Anfrage, dass wir das abholen wollen inzwischen dieser Zeit. Und Vlad sieht dann auch unser Profil und kann uns dann zusagen oder absagen. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir, hier ist eine kleine Push-Notification und wir haben sozusagen hier zu dem Gericht zugesagt, beziehungsweise eine Anfrage gesendet. Hier gibt es dann auch noch ein paar andere Optionen. Wenn wir selber was hochladen wollen, geht das hier über den Plus-Button. Hier müssen wir einfach ein Bild hochladen, einen Titel und die Beschreibung. Hier gibt es dann noch ein paar kleine Optionen. Wir können uns abmelden. Wenn wir uns dann wieder anmelden, sind wir wieder hier. Genau, wir können die Karte uns angucken, wo kleine Spots markiert sind, wo das Essen, wo die Gerichte dann auch sind. Wir können wieder zurück zum Menü. Wir haben hier unser eigenes Profil. Hier sind ein paar generelle Informationen über uns: unser Name, unser Alter, eine kleine Beschreibung, die Adresse, die Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und ein PayPal-Link, ganz wichtig, um irgendwie Trinkgeld zu geben. Und ja, das ist auch die Grundfunktion unserer App. Genau, mehr gibt es da auch nicht.